feeling like a queen, with a gentleman who sweeps her off her feet. I'm one of the lucky ones, cause love is good to me. I found my shining knight, and he is all I need. Don't need a magic ball to tell me. Kurz zur allgemeinen Erklärung. Also, sie ist jetzt super gut hier angekommen in ihrer Umgebung und in dem, was sie mit dem Mensch zusammen erleben soll. Wir kommen an die Hufe, können sie putzen, also damit jetzt die volle Pflege betreiben. Hufe werden jetzt die Tage auch professionell noch gemacht. Und Freiarbeit ist was, was ich immer nutze, dass mir das Pferd bereit ist zu folgen. Das macht sie auch super gut. Auch schon mal antreiben, näher zu kommen. Das heißt, sie hat schon ein bisschen gelernt, wenn ich vorne ziehe und hinten treibe, dann schneller zu werden. Dass ich tun kann, wie wenn ich was dran hätte zum Ziehen. Und damit kann ich sie auch auffordern, näher zu kommen. Zum Beispiel auch an die Schulter zu nehmen. Jetzt habe ich sie an meiner rechten Schulter, dass sie eine klare Führposition hat, mit der ich sie etwas gezielter noch mitnehmen kann. Das Ganze geht natürlich auch an der anderen Schulter. So kann ich sie jetzt schön auffordern, mit mir zu kommen, sich synchron mit mir zu bewegen, die Aufmerksamkeit bei mir zu lassen und darauf zu warten, was so kommt. Hat keine Angst vor dem Stick, damit kann man sie überall berühren und abstreichen. Ich darf Druck machen, Geräusche, Bewegung, die ihr nicht gelten. Also Desensibilisierung betreiben, hat sie absolut keinen Stress mit. Wenn ich hier neben sie ziele, ist ihr eigentlich schon egal, wie viel Energie das ist. Sie vertraut darauf, dass ich daneben ziele. Weiß also, wenn ich sie anspreche, dass ich auf sie ziele, wie jetzt zum Beispiel für ein bisschen zurückweichen oder für wieder ranholen. Dann gebe ich eine zielgenaue Hilfe. Also war sie ein bisschen abgelenkt, kann nochmal passieren, dann treibe ich sie hinten nochmal an und hole sie vorne wieder ab, jetzt habe ich sie wieder. Lässt sich scheinbar doch ein bisschen ablenken von den Sachen, die herumliegen, guckt ein bisschen rum. Aber nicht schlimm, so üben wir ständig wieder das Einfangen. Dann wiederhole ich die Situation einfach kurz, ich hatte sie ein bisschen rückwärts weggedrückt, bin zurückgegangen, um anzutreiben. Jetzt wieder fürs Näherkommen. Gott, sehr schön. Manchmal bleibt sie auch schon nah dran, wenn ich sie nicht weiter wegdrücke, bleibt sie auch schon mal nah dran, da kann ich sie streicheln bei. Ich lehne sie noch ein bisschen gegen einen, muss ich sie hier ein bisschen wegdrücken von mir. Aber sie geht nicht unbedingt immer gleich zu weit weg, so läuft sie auch schon mal in der Nähe, kleine Zirkel. Am intensiven Treiben. So wie jetzt wieder das Einfangen an, damit sie weiß, guck mal, ich habe dich intensiv getrieben, aber... Denk nicht weg von mir auf Dauer, auch wenn ich dich intensiv antreibe. Weil manchmal treibe ich dich auch nur an, um dich wieder einzufangen. Na, merkt man, wenn viel Energie hochkommt, ist man nicht immer in der Lage, so gezielt zu reagieren. So manchmal noch ein bisschen weg. Vorne kommen. Gut, da steht sie drauf. Kannst du nach vorne kommen. Und mir folgen. Da weicht sie aus. Werde ich sie mir wieder einfangen. Hat sie sich fürs Wegrennen entschieden. Werde ich einen Treiben und Druck aufbauen, gut, wieder zurückzukommen. Okay. Und wieder an die Stelle mitzukommen. Wir haben jetzt extra mal die Halle genommen, wo wir noch nicht so viel gemacht haben, anderen Ort, in Verbindung mit irgendwas, damit man auch sieht, was noch alles schief gehen kann. Und dass das aber kein Problem ist. Wenn man Einfangen gut geübt hat, dann fängt man sich wieder ein und fragt weiter und schon hat sie gesagt, okay, wir probieren das. So will ich sie darauf vorbereiten, dass sie mir zusammen alle möglichen Hindernisse macht. Einmal natürlich auch fürs Reiten und auch generell fürs Grundsatzverhalten, mit einem überall hinzugehen, durch dick und dünn sozusagen auf Dauer. Und man merkt, wenn man sie überzeugt, schon deutlich möglich. Und man merkt, es geht immer relativ schnell, wenn sie mal irgendwas nicht so gleich hinkriegt oder machen möchte, sich überzeugen zu lassen.
Und da, wo jetzt normalerweise das Seil begrenzt, begrenze ich einfach mit meiner Einwirkung. Wenn sie wegläuft, wirke ich auf sie ein, wieder zu kommen, so wie das Seil normalerweise hilft, das Pferd wieder zu holen. Gerade. So habe ich dann den Vorteil, dass er mir halt auch ohne Seil nachher ziemlich gut zuhören wird. Und das Ganze ist dann nicht so halfter- oder zäumungsabhängig. Und da ist es schon wieder da geblieben. Zu kurz überlegt, ob sie sich entfernt. Aber durch die Wiederholung wird halt die Einwirkung immer sicherer und natürlich ihr Vertrauen und Respekt immer größer, dann auch da zu bleiben.